Da sind wir schon wieder. Moin Moin, seid gegrüßt. Neue Runde vom LS22. End of Marsch, Moin Moin. So, weiter geht's. Endspurt. Wenn wir in den Häcksler reingucken. 18 Minuten würde er eigentlich noch brauchen wollen. Würde eigentlich passen für eine Folge. Sind wir gespannt am Ende der Folge, ob er es geschafft hat. Können wir schon vorstellen, dass wir auch irgendwie nochmal bei den Beinen wieder eingreifen müssen. Und eigentlich kann der hier gleich alleine abgefahren werden. Weil wenn er Drescher anfahren, genau, wenn er eben hinterher fährt, dann funktioniert es und dann kostet es ja auch keine Zeit. Aber wenn er jetzt hier rumeiert, dann kostet das natürlich Zeit. Ich wollte nämlich eigentlich den Ballensalar mal finden. Ob wir hier nicht ganz so viel Probleme haben, aber die Seemaschine wird auf jeden Fall fertig mit dem Dinkel. So, und hier vorne steht er doch eigentlich, ne? Genau. Ja, nicht ganz geschafft, aber wir sind im Endspurt. Wir können eigentlich... Ja, dann ist es halt wieder Wachstum über Nacht, ne? Dann sieht man die kleinen Schwattreihen nicht mehr so gut, weil da schon wieder Wachstum rübergezogen ist. Ich würde sagen, versuchen das nochmal jetzt aufzusammeln, so. Ja, schade. Zu schnell um die Kurve. Gerade haben wir noch ein Grasfeld vergessen, nö, ne? Aber wir haben das Inselfeld vergessen bisher, glaube ich, zu düngen und zu kalken. Da wo KI schon, weiß ich nicht, Trikale oder irgendwas angepflanzt hatte. Ich dachte, wir wollten jetzt höchstens so ein paar Beine hier außen rum halt wegsammeln. Da könnte der Schwader halt nochmal längs fahren. Ja, da können wir uns mal kurz mal Easy Dev. Beilen entfernen. Ort einer Beine anzeigen. Jetzt sehen wir nämlich die ganzen Beine hier auf dem Feld unten in der Minimap. Alles kleine rote Punkte. Und so gehen wir auf Nummer sicher, dass der Schwader jetzt nicht nochmal gleich irgendwo gestört wird. Die letzte Bahn da in Ruhe zu Ende schwaden kann. Hier sind keine Punkte mehr.
Oh, wieder schwupp, schwupp. Gut, das waren erstmal die beiden hier. Simon, schönen Dank für den Follow. Moin, moin. Schön, danke dir. Und der fährt wieder zum Rinderhof zurück. Gute Fahrt auf dem Weg zum Rinderhof. Hier Rinderhof. Auch erstmal ab zur Werkstatt. Arbeit beendet. Das ist die Seemaschine. Wow. Trotz. Danke nochmal für den Hinweis vorhin. Ansonsten hätten wir das auch nicht geschafft. Hatte ich heute zu Beginn des Streams eingestellt, gar nicht drum gekümmert. Und irgendwann nach 2 Stunden ist jemand im Chat. Oh, was denn damit? Ja, gute Frage, ja. Hingeklickt und gesehen, nichts. Nichts angefangen. So, der fährt zur normalen Hofwerkstatt. Brauchen wir auch nicht begleiten. Ich weiß, es ist ziemlich dunkel, aber das sind jetzt die letzten Minuten im September. Wir haben es fast geschafft. Hier selber den Abfahrer, damit wir da schneller vorankommen. Bewegt. Ich dachte, der hatte gar keinen aktiven Helfer drin. Oh, dann fahr doch auch weiter einfach. Wieso fährst du jetzt zurück? Dachte, ja, okay, komm, dann kann er übernehmen, kann weiterfahren. Ich gebe das einmal schnell bei den Ziegen vorne ab und gucke, ob die unser frisches, gemähtes Gras von hier haben wollen. Und dann fährt er einfach wieder zurück und der Häcksler bleibt stehen, ne? Also das geht gar nicht. Nicht gewünscht. Macht er das wieder? Seemaschine ist am Hof angekommen, aber ist ja gut, ne? Wird jetzt erstmal nicht.
war ja schon wieder zurück, ne? Wieder durchfahren. Mal die Ziegenmilch. Nicht viel. So, ordentliche Portion Futter. Ja, passt perfekt. Hätte ich auch vorher schon hier ein bisschen was abgeben können. Ajo, moin. Moin, moin. Mahlzeit. Ich mach's selber. Stört hier auch keiner. Ja, der 724er Schwaderfahrer ist fertig. Auf dem Heufeld. Und ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mit diesen ganzen Grasfeldern machen soll. Also nochmal Gras vermutlich nicht. Also vielleicht pflanzen wir da im Oktober noch irgendwas an, was wir anpflanzen können. Prost. Schluck. Hier rein nur noch. Und ich sage ja hier, wie gesagt, hier sieht man ja einigermaßen ein bisschen was. Ich werde jetzt mal gucken, wie viel Graseinladung bringt. Zu schätzen, ob wir nochmal ausladen müssen oder ob es passt. Aber eins ist klar, das ziehen wir jetzt durch hier, ne? So, dann noch ein bisschen Sonne genießen heute. Schauen, wenn man ein bisschen bei uns. Aber ist nicht verkehrt. Wenn es nicht dann zu warm. Ne? Wetter bei euch auch top, schlecht. Gewitter, Schauer, schön. Wie sieht es eigentlich aus deutschlandweit? Auch gar keine Ahnung, wie die Prognose noch ist für heute.
Oder für morgen, weil morgen startet Fußballcamp für meinen Sohn. Der ist wieder von Holstein Kiel. Fußballcamp hier bei uns in der Region. Macht das ja Holstein Kiel. Oh, sonnig, sonnig, sonnig soll das werden. Ja. Obwohl ich warm in der Woche hat's. Fast zu warm für so ein Fußballcamp in 26 Grad bei uns hier im Norden. Viel Sonnencreme. Aber es pustet dich. Könnte doch knapp werden, ne? Dass gar nicht alle drei Reihen reinpassen. Gerade um Sonne. Zu warm. Ich glaube, bei uns geht es einigermaßen, weil es so windig ist. Da merkt man die Wärme nicht so. Merkt man aber auch nachher, denn wenn man irgendwie ne, dann doch auch sich einen Sonnenbrand gegönnt hat, weil man einfach das natürlich gar nicht so merkt. So, wenn wir am Ende ankommen und nicht mehr als 80% drin hätten, dann würden wir noch die letzte Bahn zurückschaffen. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen bei den Ziegen hier abkippen. Wie gesagt, hätte ich gut vorher schon, hätte ich gleich noch 2-3 Ladungen mehr reinkippen können. Oh, das sieht aus, als wäre es eine kleinere Schwadreihe. Versuche einfach bei dem offenen Stall da vorne schnell eine kleine Portion abzukippen. In der Zwischenzeit kann der Häcksler wenden, aber ne, rechtzeitig zurück. Aber wir kommen knapp über 80, das heißt, es wird nicht ganz aufgehen, würde ich behaupten. Weil die Reihe rechts neben mir sieht ein bisschen breiter aus als die links. Wir können ja gleich gucken. Wir haben noch 16% übrig, würde ich schätzen, am Ende. Ne, sogar nur 15. Und wenn wir gleich mehr als 15% drin haben, dann macht dieser Weg Sinn. Wenn wir jetzt gerade fahren, ne? Schnell einmal ein ganz bisschen was abgeben. Denn auch die Ziegen können wahrscheinlich eine gute Portion brauchen. Ja. Ja, der Rest, von, da steht ja noch ein voller Anhänger rum und der jetzt hier nochmal wieder, das geht dann aber gleich in den größeren Stall. Denn hin, der steht hier vorne. Das war ja nämlich, der hat schon gewendet. Letzte Bahn häckseln. Dann gucken wir kurz, wie die Beinpresse ist und dann war es das wohl für heute.
Mal schauen, wie weit die noch ist. Kann jetzt aber schon mal heimlich bis Mitternacht ungefähr spulen, ne? Jetzt vom Ballen blockiert. Oder von dem, der da rumsteht. Kann auch sein. Ja. Hier beim letzten Mal haben wir mit angefangen mit der Grasernte. Also 5 Stunden hat es gedauert ungefähr. Aber war auch nicht die effizienteste Art und Weise, eine Grasernte zu fahren. Das war klar, von vornherein klar, aber war so gewollt, das nochmal auf die Art und Weise hier zu machen. Ja, ist tatsächlich so. Dann ist die Ballenpresse auch kurz vor Ende. Das hat kein richtig gutes Arbeitslicht leider, ne? Muss ich mal unten auf der Karte gucken, wo die ganzen schönen Ballen hier liegen, ne? Die ganzen kleinen roten Punkte. Ballen. Im Dunkeln ja doch eine gute Hilfe. Einer. Mal 30 Geschwindigkeit. Ja, einen noch vergessen da hinten raus. Ach so, der meint ja schon voll. Stimmt ja nicht ganz, ne? Aber es ist eine gute Portion Heu von hier vom Feld. Ja, da sehen wir am Donnerstag, was alles erntereif wird im Oktober, ne? Ob es schon in den Hanf geht, vielleicht das kleine Feld haben, von das große dann noch nicht.
wäre vielleicht eine Variante. Damit wir da wirklich wieder die Textilproduktion mit dem Hanfspat bedienen können, Hanföl herstellen können und im Zweifel auch noch Dämmung machen können. Zwiebeln hoffentlich endlich, damit wir Zwiebelsack mal haben. Aber kann sein, dass das eine oder andere wird noch einen Monat länger dauern. Wenn wir dann. In dem Moment ist dann die. Das ist die Jaguar-Meldung. Vielleicht müssen noch die Fendt-Meldung reinkommen, dass er auch fertig ist. Ich sammle gar keine Ballen mehr, ne? Und jetzt ist er auch voll. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir es ganz gut geschafft. Arbeit beendet steht oben. Dann beenden wir jetzt auch die Arbeit. Wir spulen beim nächsten Mal so ein bisschen noch vor. So, dass wir dann im Hellen starten. Eben so morgens mit dem Sonnenaufgang bis 6 Uhr oder so lasse ich das jetzt hier laufen. Ein bisschen weniger Geld werden wir wohl haben. Keine Ahnung, 500.000, 600.000. Sehen wir dann, wie viel beim nächsten Mal in der nächsten Folge zum Start noch da sind. Ne? Danke fürs Reinschalten. Wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ja, morgen Abend wahrscheinlich Big Ambitions oder so. Ne? Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.